Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zu einem Video ein bisschen der anderen Art. Heute geht es mal nicht um Aquarell oder Lettering, sondern heute geht es wirklich um Kalligraphie mit Feder und Tinte. Und ich bekomme auch ganz oft die Frage: Hey Christine, kannst du nicht mal ein Einführungsvideo machen für Einsteiger? Und genau das soll es heute werden. Ich möchte euch heute einen Einblick oder einen Überblick geben, was ihr braucht für moderne Kalligraphie mit Tinte und Feder oder beziehungsweise wie ihr auch am besten üben könnt, ne, was auch der Unterschied ist. Damit steige ich jetzt gleich ein. Was ist eigentlich so der Unterschied zwischen moderner und zwischen traditioneller Kalligraphie? Ja, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen moderner und traditioneller Kalligraphie? Das ist gar nicht so schwer, und zwar geht es eigentlich in moderner Kalligraphie genau darum, es gibt keine Regeln. So ganz einfach, es gibt keine Regeln. Man kann die Buchstaben formen, malen, wie man möchte. Man kann die Schnörkel malen, wie man möchte. Man kann ganz viele Stile ausprobieren. Ja, in welche Richtung die Buchstaben geschrieben werden, liegt auch komplett, das ist komplett frei. Das ist komplett euch selbst überlassen, wie ihr das machen möchtet. Aber auch in der Kalligraphie ist es so, dass wir dünne Aufstriche und dicke Abstriche haben, ja. Und das war auch schon in der traditionellen Kalligraphie der Fall. Ich zeige euch mal ganz kurz ein Bild. Das packe ich euch auch in den Blogbeitrag, den ich euch geschrieben habe. Da ist auch ein Link drin zu dem Buch. Es gibt ein cooles, kostenloses E-Book zum Thema Copperplate. Copperplate ist eine Form von traditioneller Kalligraphie und die zeichnet sich auch aus, indem wir dünne Aufstriche und dicke Abstriche haben. Ja? Der Unterschied zu moderner Kalligraphie ist bei Copperplate aber, dass es ganz bestimmte Regeln gibt, wie man die Buchstaben formt mit der Feder. Ja? Wer sich natürlich eher dafür entscheidet, statt moderner erstmal traditionelle Kalligraphie zu üben, der ist mit Copperplate auf jeden Fall bedient. Da gibt es auch ganz viele Quellen im Internet. Ich habe euch auch eine Linkliste nochmal reingeschickt. Ein paar kostenlose, aber auch Bücher, die ihr kaufen könnt, um wirklich, wer möchte, auch Copperplate üben zu können. Ja, weil es ist natürlich so, wer Copperplate kann und wer Copperplate richtig gut übt, mit der Feder ein Gefühl für Tinte zu bekommen, der kann natürlich dann auch ganz einfach moderne Kalligraphie umsetzen. Ja, also das ist dann ganz, ganz einfach. In die andere Richtung ist es deutlich schwerer, wenn wir sagen, okay, wir probieren erst moderne Kalligraphie, um dann zurück in die Copperplate zu gehen. Da muss man dann tatsächlich deutlich mehr arbeiten für, weil wir die Regeln ja gar nicht kennen und wir halten uns in der modernen Kalligraphie ja nicht an die Regeln. Ja, das nur mal ganz kurz als Einstieg. Ich will jetzt auch gar nicht zu lange reden und labern, weil wir haben noch einiges vor uns. Es geht nämlich auch jetzt im nächsten Teil um die Materialien, was wir brauchen oder was ich empfehle oder so. Und gerade in der Kalligraphie, da gibt es unendlich viele Materialien, die man benutzen kann, die man empfehlen kann. Und ich möchte einfach euch meine Sicht zeigen, ja, wie ich es gelernt habe, wie ich es mache. Es gibt bestimmt ganz viele andere Meinungen oder andere Federkiele oder andere Federn oder andere Tinten, die die Leute verwenden. Heute geht es aber darum, wie ich es mache und was ich euch empfehlen würde für den Einstieg. Genau, angefangen mit den Federkielen. Hier zeige ich euch das mal ganz kurz. Wir haben hier den ganz normalen, den länglichen, ja. Der hat hier so einen Globus-Einsatz. Könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen. Und wenn ich jetzt hier meine Feder habe, dann ist es so, dann kann ich die hier in den Globuseinsatz einfach reinstecken, ja, und habe sie dann da drin. Anders beim Oblique-Federhalter, also bei diesem hier, den ich habe, der hat keinen Globuseinsatz. Naja, wie so einen ausgefrästen Ring, ja, das ist ein Plastikfederhalter und kann jetzt hier in meinen Oblique-Federhalter die Feder einfach so, zack, zack, reinstecken, ja. Für welchen Federhalter ihr euch entscheidet, das ist eher eine Geschmackssache. Die gibt es auch aus Bambus, aus natürlichen Holzmaterialien, gibt es aus Plastik. Da gibt es ganz viele verschiedene Materialien. Das ist aber nicht das eine besser oder schlechter, sondern einfach nur, was euch gefällt. Ja, ihr seht hier beim Oblique-Federhalter ist auch der Winkel ganz anders. Und genau darum geht es. Der wurde damals für Rechtshänder gemacht, ja. Und wenn ich den quasi aufsetze, dann habe ich einen ganz anderen Winkel, als würde ich mit dem geraden
Federhalter schreiben. Ja? Und das ist für den einen oder anderen eine Gewöhnungssache. Ja? Also der eine oder andere kommt, es gibt halt Leute, die kommen besser oder schlechter damit klar. Ich komme mit dem Oblique-Federhalter sehr, sehr gut klar. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Lösung, um wirklich direkt im schönen Winkel auch zu schreiben. Ja? Deswegen, aber für welchen ihr euch entscheidet, die sind alle nicht teuer. Also es kostet immer so zwischen 1 und 5 Euro kosten. Die, sag ich mal, die günstigen Federhalter, ich glaube hier der Oblique-Federhalter in diesem Plastik schwarz, der hat, ich glaube, 4 Euro gekostet. Also das ist halt großartig in der Kalligrafie tatsächlich, dass die Materialien wirklich sehr, sehr günstig sind. Ja. Auch hier die Feder, da bin ich nämlich jetzt gleich beim zweiten Teil vom Material. Wenn es um die Federn geht, also Federn könnt ihr wirklich von, weiß ich nicht, 80 Cent pro Stück bis zu, weiß ich nicht, 3, 4 Euro. Das sind so die teuersten eigentlich. In der Regel ist es natürlich so, dass man mehrere Federn kauft. Ich zeige euch das mal hier. Ich habe hier ganz viele verschiedene Arten von Federn. So lagere ich die. Das ist jetzt bestimmt auch nicht das Perfekteste, um die Federn zu lagern, weil wir das Problem haben, dass die natürlich anfangen können zu rosten, wenn man sie nicht gut genug abtrocknet. Oder einfach, wenn wir noch Tintenreste am Metall haben, dann ist es manchmal so, dann frisst sich das Metall oder dann frisst sich die Tinte quasi in das Metall und dann können die Federn einfach leichter kaputt gehen. Deswegen ist es immer gut, wenn man eine Feder gefunden hat, mit der man richtig gut schreiben kann, sich wirklich 2, 3, 4 zu holen. So habe ich das nämlich auch gemacht hier. Das ist die Steno-Feder. Die Steno-Feder 40, die habe ich im Bösner gekauft. Die kann ich wirklich sehr, sehr gut empfehlen. Die funktioniert richtig gut. Alternativ zu der Steno-Feder, ja, ich habe die jetzt hier in so einem 40er-Pack geholt, das müsst ihr natürlich nicht machen, habe ich auch die Brause 361, die eignet sich auch richtig, richtig gut. Ihr seht das hier, das ist nämlich auch, die sind sich extrem ähnlich, ja. Die Brause kann ich wirklich empfehlen, die Feder sehr, sehr gut für Einsteiger, auch um das zu üben. Und worauf ihr vielleicht achtet beim Kauf der Feder, ist ganz einfach, also es gibt verschiedene Anhaltspunkte, an denen ihr eine Feder auswählen könnt. Einer liegt in der Spitze. Das heißt, es gibt Federn, die sind, ich zeige euch mal hier, die sind hier vorne spitz, so wie hier. Ja. Da gibt es dann auch übrigens die Unterscheidung in EF für extra fein oder F für fein. Und hier haben wir, das ist eine sogenannte Bandzugfeder. Da ist hier vorne die Spitze so, also deutlich breiter, die gibt es in verschiedenen Breiten und da könnt ihr dann im Prinzip, wie ihr das vielleicht so aus mittelalterlichen Büchern oder so kennt, ne? Also wenn dann die Abstriche sind dann besonders dick und breit. Darauf will ich aber jetzt gar nicht weiter eingehen, sondern mir geht es um die Spitzfedern, ja, die vorne spitz sind. Und dann geht es, ein zweiter Aspekt ist dann noch die Flexibilität. Wenn ich jetzt hier aufdrücke, dann könnt ihr sehen, ich mache das mal hier, dann spreizt sich die Feder. Ja. Und wie weit die sich spreizt, wie doll die also aufgeht, das hängt tatsächlich mit der Flexibilität zusammen. Wenn ich eine Feder, die sehr flexibel ist, kaufe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie deutlich breiter wird und ich dicke Abstriche habe, ist das halt mehr gegeben, als würde ich jetzt eine Feder kaufen, die zum Beispiel weniger flexibel ist. Und dann ist es einfach so, wenn ich dann aufdrücke, dann spreizt sie sich nicht so. Ich zeige euch das direkt mal, weil ansonsten wird das hier auch zu langweilig, wenn ich hier die ganze Zeit irgendwie rede. Ich packe mal hier, das hier ist zum Beispiel eine Feder, die ist nicht ganz so flexibel. Und hier packe ich mal meine hochflexible Feder rein. Und ihr seht hier, umso mehr ich aufdrücke in meinem Abstrich, ja, das kennt ihr natürlich vom Brush Lettering, also jeder, der noch nie vorher mit Federn gearbeitet hat, aber schon mal Brush Lettering gemacht hat, der weiß, wenn ich mehr aufdrücke, dann forme ich dicke Abstriche. Und wenn ich wenig aufdrücke, dann habe ich ganz dünne Aufstriche. So. Und ihr seht jetzt hier schon, hier war jetzt zu wenig Tinte dran, dann spreizt sich die Feder, aber die Tinte, also die Tinte läuft nicht mehr mit nach, weil nicht mehr genug drauf ist. So, das ist das Beispiel für die hochflexible Feder. Und hier ist eine nicht so flexible Feder. Und wenn ich hier, ihr seht, dass die Aufstriche, die dünnen Striche sind deutlich dünner als bei meiner flexiblen Feder. Aber auch, ich kann wirklich nicht so dicke Abstriche formen, ja.
hier drücke ich schon echt doll auf und kratze am Papier. Also ich reiße fast das Papier ein, wenn ich aufdrücke. Aber es wird gar nicht so dick wie die anderen Aufstriche davor von der Stenofede. Und hier mache ich ganz dünne Aufstriche. Mensch, jetzt komme ich schon durcheinander. Hier mache ich ganz dünne Aufstriche. Und die sind wirklich ganz, ganz dünn. Wenn es wirklich um das Thema Federn geht, kann ich euch wirklich auch empfehlen. Es gibt eine ganz, ganz tolle Internetseite, die habe ich euch auch mit in dem Artikel verlinkt. Und zwar, da könnt ihr ganz viele verschiedene Federn kaufen. Und ich habe einfach mal wirklich so, ich hatte keine Ahnung von Federn. Also wirklich nicht. Ich habe das auch irgendwie das erste Mal gemacht. Und ich habe ganz, ganz viele einfach mal bestellt. Die ist nicht ganz so doll flexibel, die Brause 316. Aber die ist auch ganz cool zum Üben, ne? Weil für diejenigen, die vielleicht mit der sehr flexiblen Feder noch gar nicht so zurechtkommen und erstmal so ein bisschen eher üben wollen mit Strichen, Auf- und Abstrichen, dafür eignet sich die Feder ganz, ganz wunderbar. Ich bin überhaupt gar keine Expertin, was Federn anbetrifft. Ich möchte euch da auch gar nichts vormachen, sondern ich habe mich auch da wirklich reingefummelt und habe verschiedene ausprobiert, habe mich da so ein bisschen schlau gemacht und einfach mal welche bestellt und ganz, ganz viel ausprobiert. Ja, und das ist einfach was, wenn ihr das auch nicht, also wenn ihr auch keine Erfahrung habt, dann kann ich das euch echt empfehlen. Wie gesagt, ist nicht teuer, man muss die dann ein bisschen pflegen, damit die nicht so schnell rosten. Und dann habt ihr schon so euren ersten Satz Federn, mit denen ihr üben könnt. Was wirklich in Bezug auf die Federn noch ganz spannend zu wissen ist, dass die, wenn ihr die ganz neu kauft, zum Beispiel wie ich sie hier in dieser Box geholt habe, dann ist es einfach so, dass die ganz oft eine dünne, ölige Schicht noch haben. Also die sind dann mit ein bisschen Öl beschichtet, damit die nicht anfangen zu rosten, während sie gelagert werden. Ja. Und das kann einfach das Problem ganz oft sein, wenn ihr jetzt anfangt so, oh ja, ich schreibe jetzt mit der Feder. Ihr steckt euch das hier rein, versucht, fangt an zu schreiben und ihr werdet schnell merken, so scheiße. Das funktioniert hier überhaupt gar nicht. Das liegt wirklich daran. Achso, genau, weil die Tinte dann auch in der Regel ist es dann so, dass die Tinte einfach nur abperlt. Das liegt an der öligen Schicht. Ne? Die Tinte ist ja auf Wasserbasis. Und durch die Ölschicht fließt die einfach nur von der Feder runter und ihr habt dann überhaupt gar kein schönes Schreibgefühl. Und ihr ärgert euch dann auch einfach, weil sie so schwallartig einfach nur so rausgeschossen wird. Und dann habt ihr einfach so große Kleckse auf dem Papier und es macht euch dann überhaupt gar keinen Spaß mehr, damit zu schreiben. Deswegen auch hier die Kartoffel. Ich zeige euch damit jetzt nämlich, wie ihr die vorbereiten könnt. Und zwar habe ich hier meine komplett neue Feder und die stecke ich hier einfach ungefähr so rein. So reicht das schon völlig aus. Ja. Und so bleibt die Kartoffel jetzt mit der Feder zusammen einfach ungefähr so 15, 20 Minuten stehen. Ja. Und die Stärke einfach in der Kartoffel, die wird dann diese ölige Schicht auflösen. Ihr könnt aber auch ganz einfach die Feder in so ein bisschen seifenhaltigem Wasser waschen. Das geht auch total gut. Und nachdem ihr die mit der Kartoffel quasi gereinigt habt, müsst ihr sie auch irgendwie einfach nochmal kurz mit der Seife ausspülen. Ich will nur sagen, falls das mit der Seife beim ersten Mal nicht funktioniert, also wenn ihr jetzt zum Beispiel die Kartoffel nicht verwendet habt und nur die Seife, und wenn das nicht funktioniert und ihr trotzdem ein unschönes Schreibgefühl habt, bevor ihr die Feder wegschmeißt, versucht es wirklich mit der Kartoffel einmal 20 Minuten und dann einfach nochmal mit der Seife abspülen, bis ihr das Gefühl habt, dass sich die Feder gut eingeschrieben hat, beziehungsweise dass die Tinte auch wirklich gleichmäßig von der Feder fließt. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, bevor ihr loslegt, und das ist in der Regel, das ist eigentlich bei jeder Feder so, dass die so eine dünne Ölschicht drüber hat. Genau. Es geht weiter mit dem Thema Tinte. Ja, welche Tinte brauche ich, wenn ich gerade anfange? Und ich kann euch empfehlen, oder das, was ich auch sehr, sehr viel benutze, das ist diese chinesische Tinte. Diese schwarze, und die ist so ultra schwarz. Also die haben einfach eine andere Zusammensetzung als zum Beispiel deutsche Tinten. Es gibt ja in Deutschland einen großen Tintenhersteller, das ist Rohrer und Klinger. Die sind auch super, die sind einfach ein bisschen transparenter, die Tinten. Ja, wenn ihr das so seht, die sind so ein bisschen wässriger. Und die sind auch total toll, wenn man zum Beispiel Einladungen verschickt auf weißem Papier. Und dann sieht das einfach sehr, sehr edel aus. Die sind ganz, ganz wunderschön. Ich habe hier auch so ein Fläschchen, da ist noch ein bisschen was drin. Von Rohrer und Klinger habe ich hier genommen. Die war so haselnussbraun. Oder walnussbraun? Weiß ich nicht mehr. Naja, aber wunderschön und eignet sich sehr gut. Und die chinesischen, indischen, japanischen Tinten, die eignen sich ganz, ganz toll, weil die halt extrem schwarz sind. Ja, also hier kann man das auch wirklich schon gut sehen. Ich zeige nachher nochmal ein bisschen mehr. Die sind überhaupt nicht transparent, die sind ganz, ganz doll schwarz.
Und da kann man auch einfach ganz toll mit üben. Und die sind auch ein bisschen günstiger, hatte ich das Gefühl. Also ich habe jetzt für das Fläschchen, ich glaube, 3,50 bezahlt. Und hier sind drinne irgendwie so was, oh Gott. Jetzt irgendwie so 50 Milliliter oder 100 Milliliter. Ich weiß nicht, ich bin auch so schwer am Schätzen. Also steht jetzt hier gerade nicht drauf. Er ist auch egal, aber ihr könnt auch im Bösener einfach gucken. Da ist ja auch immer der Literpreis oder 100 Milliliter, wie viel das kostet. Und danach könnt ihr dann gehen. Einfach. Gerade am Anfang, da geht es gar nicht so viel darum, welches ist die perfekte Tinte, mit der ihr arbeitet. Also es gibt ganz, ganz viele Tinten, die super geeignet sind. Das hier ist auch eine günstige Tinte von, oh Gott, ich spreche das bestimmt nicht richtig aus, aber bitte, also wenn ihr wisst, wie man das ausspricht, Kuinor, auch sehr günstig. Ich habe die, glaube ich, für 1 € gekauft. Die habe ich auch im Pfennigfeifer gekauft. Da muss man jetzt nicht extra vielleicht in den Bastelladen oder den Büßner fahren oder so. Aber bei uns gab es die im Pfennigfeifer. So, ja. Und die Kuinor, die gibt es auch als so Sechserpack mit verschiedenen Farben, auch noch in Gelb. Die habe ich auch da. Hier ist noch ein Braun mit dabei. Kann man aber auch einzeln kaufen. Wie gesagt, die macht sich auch richtig gut und die ist auch so, super schwarz. Ja, also die ist auch gar nicht transparent, sondern ist wirklich super schwarz. Kann ich euch empfehlen. Jetzt noch bei den Tinten ganz wichtig. Ihr habt das schon gesehen, ich habe das hier umgefüllt in so ein kleines Plastikgefäß. Ja, ich habe das im McGuides, glaube ich. Nee, nein, nein, warte, im Teddy habe ich das gekauft, genau. Ich habe diese kleinen Plastikbehälter im Teddy gekauft, gab es im Sechserpack für 1 €. Richtig, richtig gut. Die nutze ich total gerne, um Farben anzumischen. Ich habe auch hier zum Beispiel, zack, habe ich nochmal schwarz. Ich habe hier, huch, ein Rot habe ich mir mal zusammengemischt. Dafür nutze ich die, kann ich dann auch einfach wieder auswaschen, wieder neue Farbe reinmachen. Und zwar ist hier nämlich, ich zeige euch das Problem bei diesen Tinten hier. Hier mit diesem geraden Federhalter ist noch alles super. Ja, hier kann ich so, zack, einfach in mein Tintenfass reingehen. Gar kein Problem. Problematisch wird es mit diesem Oblique-Federhalter. Und ihr seht schon, ich komme da einfach nicht ran, ja. Und das ist halt total nervig einfach. Deswegen hier dieses kleine Gefäß hier für den Oblique-Federhalter, weil hier, zack, seht ihr das? Hier kann ich reingehen. Ich schüttel dann immer so ein bisschen und ich zeige euch das mal. Ungefähr so viel kann Tinte dran sein. Also ungefähr so tief sollte. Also ihr solltet das nicht zu tief eure Feder reindrücken in das Tintenfass, sondern ungefähr so viel. Also man sagt immer so ungefähr 2 Drittel der Feder. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier von der Feder rede, dann ungefähr so 2 Drittel sollten mit Tinte bedeckt sein. Und dann kann ich schon loslegen. Genau. Also das so als kleiner Tipp, ja, wenn ihr euch hier so diese kleinen Fässchen kauft. Hier sieht es auch nicht anders aus, also da komme ich mit der Oblique-Feder auch nicht rein. Aber das hier ist einfach eine super günstige Alternative und es ist ein kleines Gefäß für 1 €. Ihr könnt natürlich auch alles, was ihr zu Hause habt, benutzen, einen alten Joghurtbecher oder so, weiß ich nicht. Den kann man halt einfach total schlecht verschließen. Aber hier, da ist hier so ein cooler Deckel einfach drauf. Der ist luftdicht verschlossen, trocknet auch nicht aus. Richtig super. Jetzt noch ganz kurz. Und zwar ums Saubermachen von den Federn. Ja, da gehe ich einfach in mein Wasser rein, spüle das aus und habe hier immer mein Tuch zum Abtrocknen. Ja. Und reibe die Feder jetzt hier trocken mit meinem Tuch. Ihr könnt natürlich auch Küchenrolle verwenden. Dann muss ich die Feder rausnehmen, alles trocken machen, damit sie wirklich nicht anfängt zu rosten, dass sie nicht mehr nass ist. Und hier auch manchmal in dem Federkiel, den klopfe ich dann hier an meinem Tuch auch so ein bisschen aus, damit das auch trocknen kann und hier nicht mehr Wasser dran ist. Dann das letzte wirklich wichtige Thema bei Material ist das Thema Papier. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also da könnt ihr nicht mit jedem Papier arbeiten. Ganz normales Druckerpapier, das reicht zum Beispiel einfach nicht. Also ich zeige euch das mal gleich. Oh. Ach so, und ganz kurz, wenn ihr einzelnes Papier verwendet, ich arbeite immer auf so einer Pappe und ich habe drunter liegen immer so ein bisschen Schmierpapier. Deswegen mache ich mal jetzt die oberen Blätter ab. Bei Druckerpapier haben wir einfach das Problem, dass es in der Regel so ist, dass die Tinte zu doll verläuft im Papier. Das heißt, dass sie dann so ausblutet und das sieht echt nicht schön aus. Und zum anderen ist es dann auch so, dass sie durchdrückt. Also ich mache mal hier so hoch meine Grundstriche.
Und drück auch einfach mal ein bisschen mehr auf. Ja. Ich kann auch hier mal ein bisschen nachmalen. Ein bisschen Wellenlinien. Zack. So, und das sieht jetzt von Weitem auch für euch wahrscheinlich noch total gut aus. Und ihr denkt so, ja, kann man machen. Und zum Üben kann das auch wirklich mal ganz gut sein. Ich sage euch aber nur, das drückt durch. Ich zeige euch mal die andere Spitzfeder, die ich habe. Und die kratzt deutlich mehr. Und hier ist es mir schon ganz häufig passiert, dass ich das Druckerpapier, das dünne Papier, wirklich komplett aufgerissen habe. So, und dann hier seht ihr das auch, das drückt komplett durch. Also müsst ihr dann echt was drunter legen, wenn solltet ihr wirklich das normale Druckerpapier verwenden. Ja, ich benutze das Druckerpapier von Claire Fontaine. Das ist auch deutlich glatter. Das ist viel, viel angenehmer für die Feder, um wirklich drüber zu schreiben. Und das ist das, was ihr halt wirklich wollt für eure Feder, ist extrem glattes Papier. Ich mache jetzt hier nochmal meine Striche. Und das ist vom Gefühl her schon was ganz anderes. Als das ganz normale Druckerpapier. Und das ist auch überhaupt nicht teuer. Und darauf könnt ihr auch ganz, ganz toll so Übungsblätter, die ihr im Internet findet, auch meine Übungsblätter, könnt ihr einfach auf dem Papier ausdrucken und dann schon einfach loslegen. Ne? Dann habt ihr die Buchstaben schon vorgeformt und dann müsst ihr sie nur noch nachschreiben. Das hilft am Anfang zum Üben immer total gut. Aber auch hier, ne, es drückt durch, deswegen ich lege immer noch was drunter, was nicht versaut werden kann. Und ihr seht es auch so, sehe ich immer aus, wenn ich schreibe. Also für euch, wenn ihr das schafft, nicht euch so einzusauen, dann also wirklich seid ihr schon weiter als ich. Ich saue mich immer mega ein. So viel dazu. Ihr könnt aber auch, ich habe zwar gesagt, ihr solltet sehr, sehr glattes Papier verwenden, ihr könnt aber auch Aquarellpapier nehmen. Ich habe hier so ein, das ist eher so ein mattes Aquarellpapier. Hier, das habe ich im Rossmann geholt, so ein Skizzenblock, 2,99 €. Ist aber total super. Und es macht echt Spaß, drauf zu schreiben, weil es auch nicht durchblutet. Also ihr seht auch hier, ja, das ist ja meine Übung, die ich vorhin gezeigt habe mit den zwei verschiedenen Federn. Es ist nicht durchgeblutet, weil es einfach so stark ist auch. Ja. Ich schreibe jetzt hier nochmal. Und hier finde ich, also das ist halt das, was ich hier schön finde an dem Aquarellpapier, ist, dass die dünnen Aufstriche wirklich dünn sind. Das liegt daran, dass das Papier nicht so saugfähig ist. Das Druckerpapier hier saugt sich mit deutlich mehr Tinte voll. Das heißt, selbst die dünnen Aufstriche, die ich nur ganz dünn schreibe, selbst die werden hier dicker als hier. Ich halte das mal hier so nebeneinander. Aber das ist im Prinzip dann eigentlich schon, wenn ihr über eure Übungsphase hinausgeht und wenn ihr dann so Briefumschläge beschreibt, wenn ihr irgendwie Geschenke macht für eure Lieben oder so, dann geht es wirklich um das Papier, was ist denn jetzt wirklich gut und was ist nicht gut. Zum Üben auch noch, was ich empfehlen kann, das ist das Rhodia-Papier hier. Ihr seht es, schaut mal hier, hier habe ich auch immer ganz viel geübt auf dem Blog, auch immer mit Feder und Tinte. Und hier sind schon die Linien vorgegeben. Das ist total super. Das, also gerade für moderne Kalligrafie, dann habt ihr immer so Anhaltspunkte, dass ihr auf einer Linie seid. Aber auch hier das von Claire Fontaine, der Block, auch A5. Der eignet sich richtig gut auch für Brush Lettering. Das ist richtig schön glatt, das Papier. Ihr seht das hier. Ich habe auch mit Brush Lettering gearbeitet. Das eignet sich aber auch gut hier, um Kalligrafie zu üben. Das drückt aber auch hier ein bisschen durch, nicht ganz so doll wie auf dem Druckerpapier. Ja? Und hier glänzt, seht ihr, wie das glänzt? Sieht auch ganz schön aus hier. Habe ich ein bisschen rumgespielt, ein bisschen geübt. Genau. Und dann eine letzte Papierempfehlung, die ich euch wirklich noch ans Herz legen kann. Und damit machen wir jetzt auch schon gleich unsere erste Übung. Das Transparentpapier. Das ist ganz, ganz toll. Also das sieht zum einen, wenn man das verschenken möchte, extrem edel aus. Zum anderen aber auch, eignet sich das zum Üben auch total toll, weil es wirklich total schön und glatt ist.
Und ich schaue jetzt mal hier. Wo ist denn hier? Ah ja, genau, hier. Und dann könnt ihr das so machen. Huch, ich mache das so. Ich lege mein, das ist mein Übungsblatt, das findet ihr in meiner Download-Galerie. Dafür könnt ihr euch einfach über meinen Newsletter anmelden. Ich packe das einfach hier drunter, klemme das Transparentpapier hier drauf und kann jetzt hier anfangen zu üben. Ich habe hier einmal die Grundstriche, einfach um Gefühl zu bekommen für Feder, für Tinte, für das Verhältnis. Ja, habe ich die hier euch mal aufgemalt, vorgegeben und dann könnt ihr ganz einfach, da war jetzt zu wenig Tinte, Tinte eintauchen und dann geht's los. Da war jetzt ein bisschen viel Tinte dran. Ich muss mich auch immer so ein bisschen eingrooven, gerade wenn ich vorher zum Beispiel noch gar nichts gelettert oder geschrieben habe. Und dann muss ich mich auch erst so ein bisschen warm machen. Also gerade für die Hand-Finger-Muskulatur ist es total wichtig. Also wenn ihr das merkt, wenn ihr irgendwie anfangt zu üben und das irgendwie beim ersten Mal oder am Anfang nicht so gut klappt, das ist ganz normal. Also bei mir ist das auch so. Ich muss auch immer erst mich so ein bisschen eingrooven und ein Gefühl dafür bekommen. Und dann kann man hier ganz oft hintereinander immer die gleichen Striche einmal machen. Super zum Aufwärmen, die Übung. Hier machen wir Aufstriche, Abstriche, Aufstriche, Abstriche. Hintereinander. Und ihr seht jetzt hier schon, ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachempfinden, wie ich den Kiel halte und die Feder. Ja? Es gibt Leute, die halten das hier vorne. Und das ist auch nicht schlimm, weil sie es dann einfach besser führen können. Also ich finde es deutlich schwerer. Ich probiere das jetzt einmal. Das macht immer jeder anders. Also es gibt halt wirklich Leute, die halten das ganz weit hier vorne. Ihr seht schon. Oh Gott. Ja, also ich finde das eher unangenehm, sondern ich halte den Federkiel ein bisschen weiter hier hinten, also ungefähr hier. Wie ihr das machen wollt, das ist aber ganz euch überlassen. Ja. Und dann geht es hier weiter mit den U's. Und spannend wird es dann im Prinzip, wenn wir hier so kleine Schnörkel haben. Ne? Also dann haben wir hier dünn, hier drücken wir ein bisschen mehr auf, dünn aufdrücken. So, ne? Das ist dann nämlich schon ein bisschen schwerer und schon einen ganz kleinen Tick fortgeschrittener. Ja? Tinte dauert übrigens extrem lange beim Trocknen, deswegen ganz, ganz wichtig, warten, 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 bis es wirklich komplett ausgetrocknet ist. Ich mache mir das Blatt dann immer so ab und lege das wirklich lange beiseite. Okay, jetzt können wir schon mal übergehen und zwar in die Buchstaben. Da habe ich euch hier ein Blatt vorbereitet. Wie gesagt, ihr könnt das gerne auf normalem Kopierpapier ausprobieren. Ich empfehle immer ganz gerne das von Claire Fontaine, weil das einfach so schön glatt ist, auch das Papier. Und da kann man deutlich besser dann auch rübergehen. Das Blatt habe ich wirklich erstellt, damit ihr einfach eine tolle Möglichkeit habt, um zu üben. Ihr könnt einfach direkt auf dem Papier schreiben, ihr könnt euch das aber auch runterlegen und dann einfach ein Transparentpapier zum Beispiel drüberlegen und auf dem Transparentpapier üben. Huch. Und dann könnt ihr mit der Feder, also ich habe das, also die Buchstaben habe ich auch wirklich mit der Steno-Feder vorgeschrieben. Wenn ihr jetzt eine andere Feder verwendet, also zum Beispiel die nicht so flexible Spitzfeder, dann bitte nicht wundern, dass ihr die Abstriche nicht so dick hinbekommt, ja. So wie hier jetzt bei mir. Also die Striche wären einfach deutlich, deutlich dünner als mit der Steno-Feder. Die wirkliche Schwierigkeit liegt ja dann auch eigentlich im Verbinden von den Buchstaben, ja, also das Nachschreiben von den Buchstaben, das ist ja noch mit so die einfachste Aufgabe. Und ich glaube, jeder weiß, dass der schon mal Lettering oder Brush Lettering ausprobiert hat. Aber wenn es dann wirklich um die Wörter geht, um die Wörterformen und da werde ich auch im Laufe der nächsten Wochen und Monate auf jeden Fall auch noch Übungsblätter für Kalligrafie, für Wörter nachschreiben rausbringen. Ich habe ja immer freitags ein Freebie, da könnt ihr wirklich gespannt drauf sein. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt mir das gerne. Weil dann mache ich es auch, ja. Und hier unten habe ich jetzt einmal die Buchstaben so hintereinander weggeschrieben. Und das ist ganz toll, weil da könnt ihr schon ein Gefühl bekommen für die Abstände und wann ihr eure
Feder auch wieder eintauchen müsst in die Tinte. Da, zum Beispiel hier hätte ich das auch schon machen können. Und wir verbinden auch hier schon gleich die Buchstaben miteinander. So, ich will euch natürlich jetzt hier nichts vorschreiben, das ist ja auch ziemlich langweilig für euch. Also ich hoffe mal, wir sind jetzt auch schon fast am Ende von dem Video angekommen. Ich hoffe, es war nicht so mega langweilig für euch, und weil ich ja wirklich viel erzählt habe, einfach viel erklärt habe, gerade was das Material betrifft, weil es auch einfach echt wichtig ist. Ich packe jetzt hier mir nochmal das Blatt hier dazu. Ach nee, ich mache das mal anders. Und zwar, ich habe ja noch, das habe ich hier auch auf meiner Internetseite, hier, da könnt ihr auch üben mit schrägen Linien. Das ist also für diejenigen, die damit anfangen. Deswegen mache ich das jetzt hier nochmal hoch mit schrägen Linien. Oh. Na, ich nehme einfach noch ein neues Papier. Ich klemme jetzt hier nochmal Transparentpapier dazu. Zack. Ach nee. Ich möchte euch jetzt noch so ein paar Tipps für die moderne Kalligrafie mit an die Hand geben, von denen ich vielleicht hoffe, dass sie euch weiterhelfen, ja. Und zwar, bevor ihr anfangt, und ich habe das ja in meinem Übungsblatt, ich habe das Alphabet ja nicht so sehr schnörkelig gemalt. Das ist auch wichtig, gerade am Anfang zum Üben, wenn da zu viel Schnörkel sind, das ist einfach total schwer, und ich möchte auch nicht, dass ihr euch die Hand brecht, ne. Deswegen, aber wenn es jetzt darum geht, diese Buchstaben miteinander zu verbinden, da versuche ich jetzt mal, was nehme ich denn für ein Wort? Ich glaube, ich mache mal hier wieder YouTube. Ich schreibe das mal hier so, zack, ganz normal hier hin, YouTube. So könnt ihr das auch machen. Und das Wichtige bei moderner Kalligrafie, oder um wirklich auch so die Ästhetik, ein Gefühl für die Ästhetik zu bekommen, ist zum Beispiel das sogenannte Bounce Lettering. Da habt ihr hier, ich packe euch das hier oben auch mal rein als Link, das sogenannte Bounce Lettering. Da sind auch ein paar richtig coole Tipps dabei. Und zwar ist es bei der modernen Kalligrafie, wir schreiben nicht alles auf einer Linie, ja, sondern wir lassen die Buchstaben nach oben, nach unten tanzen sozusagen, oder beziehungsweise auch ausbrechen. Und das, was wir mit dem Brush Pen machen können, das können wir genauso gut auch mit der Feder machen. Und da fange ich zum Beispiel hier an und schreibe hier das Y. Ich habe hier einen sehr ausfallenden Bogen gemacht, und hier könnt ihr das auch ganz gut sehen für das Y. Das ist ja eigentlich eine Linie, und normalerweise bei der traditionellen Kalligrafie, oder wenn ich mich sehr bemühe, dann schreibe ich das Y ungefähr so, ne? Dann habe ich hier alles so auf einer Linie. Habe ich hier zum Beispiel nicht, sondern ich fange hier mit dem ersten Strich an und setze den anderen dann höher, um dann auch eine ganz ausladende Schlaufe zu machen. Um dann hier das O, da bleibe ich auch ruhig hier unten, mache nur ein kleines O. Ich tunke mal wieder ein und gehe dann aber nach oben für ein großes U und werde hier aber wieder klein. So. Und setze hier an, mache wieder ein großes T. Diesmal mache ich aber ein kleines U. Ein schönes B mit einem ausladenden Bauch und ein kleines I. So, das ist ungefähr, also ich habe es jetzt langsam gemacht, deswegen sieht es jetzt nicht ganz so toll aus. Aber ihr seht hier, es ist nicht alles auf einer Linie. Ihr könnt schräg schreiben. Dafür ist zum Beispiel hier die Hilfslinien, die sind sehr, sehr gut geeignet. Ich schreibe jetzt mal kurz ein bisschen schneller. Das passiert mir hier übrigens auch ganz häufig noch. Und dann schreibe ich das hier einfach kurz wieder nach. Und dann sieht man das fast gar nicht. Und noch ein anderer Tipp, gerade wenn es um das Thema moderne Kalligrafie geht, was euch vielleicht schon aufgefallen ist. Und zwar habe ich hier, wenn ich meinen Buchstaben schreibe, bei dem Y ist es normal, dass ich halt tief runter gehe. Bei dem O ist es auch relativ normal. Und wenn ich jetzt hier für mein U ansetze,
Das ist eine Besonderheit, die es halt wirklich so in der modernen Kalligraphie gibt, dass ich weit runtergehe für mein U, um dann ins T zu gehen. Hier gehe ich auch weit runter. Hier bleibe ich wieder ein bisschen weiter oben. Und hier runter zu gehen. Also, was ich hier meine, ist, dass ich mit den Buchstaben ganz oft so das Hauptaugenmerk auf das immer runter, ne, runter gehe. Also es geht bei mir beim Copperplate oder in der traditionellen Kalligraphie, da wird sehr viel nach da geschrieben. Also da geht es wirklich darum, die Buchstaben gleichmäßig so lang zu ziehen. Und in der modernen Kalligraphie geht es viel mehr darum, dass ich wirklich die Buchstaben eher, die Betonung, genau, also diese Betonung auf dem Buchstaben liegt eher so nach unten. Nach unten. Mal wieder nach unten. Also wenn ich hier jetzt quasi so einen Rhythmus reingeben würde, dann ist es wirklich in der traditionellen Kalligraphie, ist es gleichmäßig. Huch. Jetzt werde ich hier ein bisschen crazy mit der Feder. Dann ist es eher so gleichmäßig in die eine Richtung. Also so nach, also von mir aus nach rechts geneigt. Und in der modernen Kalligraphie ist der Rhythmus eher so nach unten. Nach unten. Nach unten. Und immer auch mal wieder abwechselnd. Also ich bleibe halt auch hier mal wieder weiter oben, um dann im nächsten Buchstaben wieder nach unten zu gehen. Letztendlich aber muss man das wirklich üben, üben, üben und ganz viele Stile ausprobieren. Ihr könnt meinen Stil ausprobieren, ihr könnt aber auch, ich packe euch in den Blogartikel übrigens ganz, ganz viel Links von anderen Leuten, auch die ganz, ganz tolle Kalligrafie machen. Auch viele kostenlose Sachen, die ich so gefunden habe, die ihr einfach nachmachen könnt und runterladen könnt und was auch immer oder euch anschauen könnt an Videos. Ich möchte euch da wirklich einen tollen Überblick geben, damit ihr am Ende einfach was ganz Tolles, so eine tolle Bibliothek an der Hand habt, um da einfach mal loszulegen. Ja, wie gesagt, wir sind am Ende angekommen. Es hat bestimmt noch ganz viel gefehlt an Informationen. Wie gesagt, das Thema Kalligraphie, das ist so breit, das ist so weit. Ich sehe jetzt auch aus wie eine Sau, ne? Hier. Das ist so weit gefächert, da kann ich noch stundenlang drüber reden. Aber mit dem Video, das wird halt, das würde jetzt sonst einfach zu lange werden und zu langweilig. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, also schreibt es mir wirklich bitte in die Kommentare diesmal rein, damit ich weiß, okay, entweder habe ich schon so ziemlich das abgedeckt, was ihr euch so vorstellt, oder ich kann dann einfach noch ein zweites Video machen und direkt auf eure Fragen zum Thema Kalligraphie eingehen. Auch die Frage überhaupt, interessiert euch Kalligraphie überhaupt oder wollt ihr lieber viel, viel mehr Aquarell einfach weiterhaben und gar nicht so viel mit Kalligraphie zu tun haben. Ja, das würde mich wirklich, wirklich ganz, ganz doll interessieren. Und deswegen verbleibe ich erstmal so und freue mich aufs nächste Video. Und der Blogartikel, der ist in der Infobox mit drinne, zu den ganzen, was ich verwendet habe, zu den ganzen Links und was ich hier alles erzählt habe, könnt ihr alles nochmal nachlesen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal und ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende und bis bald. Tschüss!